Darmstadt gegen Fürth, Tabellenkeller gegen Playoff-Platz. Auftakt auf der PlayStation, Luca Berna gegen Fifabio. Die Gäste aus Fürth ganz in grün von rechts nach links. Und wie sagte schon Ex-Gladbach-Trainer Lucien Favre, vergessen Sie bloß Branimir Rgota nicht. Die Führung für die Kleeblätter in Minute 17. 10 Minuten später klingelt es schon wieder. Keita Ruel, Vorbereiter des 0:1, stellt auf 0:2. Nach der Pause ist dann fast jeder Schuss ein Treffer. Fifabio selbst in der Regionalliga Bayern für den SV Heimstetten am Ball lässt es so richtig krachen. Endstand 0:6. Luca Berna mit seinen Lilien vollkommen überfordert. Und so geht es auf der Xbox auch weiter. Gotzeri entscheidet sich gegen X-Impact zwar für die weißen Auswärtstrikots, aber nach 9 Minuten liegen seine Darmstädter schon wieder im Rückstand. Die 21. Minute, wieder gut kombiniert. Rgota 2:0 für Fürth. Diese Auswärtsreise der Fürth-Fans hat sich definitiv gelohnt, denn X-Impact stellt sogar auf 0:4. Gotzeri, vor der Saison von Manchester City zu Darmstadt gekommen, zeigt gegen Ende, dass er es eigentlich auch kann. Endlich schön kombiniert. 1:4 in der 71. Spielminute. Es reicht aber nur noch zu einem weiteren Treffer. Auch das Xbox-Duell geht an Fürth. Und das 2:2 beginnt für Darmstadt wieder nicht wie gewünscht. Fürths Keita Ruel mit einem Traumtor, 0:1 nach 19 Minuten. Luca Berna und Gotzeri finden aber zurück ins Spiel. 29. Minute, der Ausgleich. Und wenn es über rechts funktioniert, warum nicht auch über links? Darmstadt dreht in 7 Minuten das Spiel. Und die beiden Jungs können vor der Pause sogar noch auf 3:1 erhöhen. Das ist dann auch der Endstand. 3 Punkte für Darmstadt, 6 für Fürth.